Herzlich willkommen zurück zu GTA Online Folge 12. Glaube ich, war's. Denke ich. Ja, keine Ahnung. Müsste. Einfach willkommen zurück bei GTA Online. Ja, Folge Dem. X, Y, Z. Und dem Ladebildschirm. Ja, am Endeffekt ist eigentlich scheißegal. Es sei denn, wie ich die Folgen raushaue oder wie ich die beschrifte. Es sei denn, wir machen so wie jetzt in zwei Folgen eine Mission. Ansonsten, ja, das ist ja scheißegal, wenn wir sowieso nur Blödsinn machen, wäre das egal. Oder Rennen fahren oder was. Laden wir mal hier, ne? Ja, ich bin noch im Lade. Ja, ich auch. Bin am Laden. Wo ist denn jetzt mein Getränk? Ich warte darauf, dass der Feuermelder über mir angeht. Zu trinken, mein Schön. Ja, ich habe mir erstmal die Funzel lang gemacht. Du brauchst einen richtigen Stuhl, Junge. Warum? Wow. Alter Schwein. Nee, jetzt ohne Scheiß, der ist gerade irgendwie so in sich 2 Zentimeter nach vorne. Und ich weiß, dass ich einen ordentlichen Stuhl brauche. Boah, ist das dein Ernst? Dann täte mir da auch mein Arsch nicht mehr so, ey. Was denn? Ja, muss hier einen Kilometer weit laufen, damit ich rauskomme, oder was? Hast du schon die nächste frei, oder? Ansonsten machen wir die von mir, die da mal. Können die auch gerne von dir machen. Kacke, Alter, der ist der Hund mal eben rausgerutscht, fast komplett. Scheiße. Ah, fast. Ich gucke aber erstmal, für wie viele Leute die ist. Ja. Ja. Ich fahre hier weg da. Tussi. Aber ich merke selber, ne, bei den GTA Let's Play, da rege ich mich mehr auf wie in anderen allen Let's Plays zusammen. Well, they got Gerald. Man, he's locked up, man. They about to airlift him to a secure facility. All because of that thing we did with Bernie. So you're gonna have to go on the phone, man. We're gonna have to boost the homie. Ich weiß nicht, aber ich hänge gerade am Telefon, Lamar. Also jetzt bin ich einladungsfähig. Hast du jetzt auch die Mission hier unten? Wo jo. Shit steht? Jo. Ja, dann starte du die. Ja, dann brauchen wir den nicht zweimal aufnehmen, was? Hm? Ist doch egal, wer die startet. Ja, aber dann hast du sie schon weg. Ha, gut, ist doch egal. In der nächsten Folge machen wir so für dich. Das ist doch blöd für die Leute, die dann so gucken. Gucken die zweimal dieselbe Mission. Ist mir doch egal. Beziehungsweise. Egal. Soll ja gucken. Beziehungsweise für dich können wir die einfach dann zwischen den Folgen quasi machen. Erstmal gucken wir mal. Dann mache ich die Folge jetzt einfach mit Überlänge. Mache ich ja so wenig. Okay, wir müssen den irgendwie da befreien, bevor er ausgeflogen wird. Geralt befreien. Der Drogendealer des Vertrauens. Alte Cracknase. Ja, also fahren wir mit deinem Auto. Ja. Würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob wir Autos vorgegeben kriegen. Dein Ernst?
Ja, ich muss hier erstmal aus dem Arsch kommen gerade. Boah, dass man nur in eine Richtung durchscrollen kann hier gerade. Ich glaube, das wird auch wieder so eine übelste Schießerei mit der Polizei. Ich finde das schwierig. Panzerwagen, da kann man aber mit der normalen Waffe nichts gegen ausrichten. Wow! Der sagte gerade, er hat mit Haftbomben. Habe ich aber nämlich auch so vernommen. In die Türen des Wagens. Freigeraten. Okay. Sprengst du oder soll ich? Ich hab dich schon ausgerüstet. Na gut. Kommst du von da aus rein? Ja, natürlich. Wow, wow. Ich bin jetzt hier hinten rein. Türen sind offen. Da wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich rechts den Zaun einfahren, wie immer. Komm rein, Junge! Der will bei dir einsteigen. Was ist das für ein Spasti? Keine Ahnung, fahr! Eine richtige Waffe. Bitch. Lass mich raten, AP und gib ihm. Ja. Nächste links. Ich schläg dir hier ein bisschen. Also zur Tunerei hoch. Okay, die sind hinter dir her. Das hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Lamar's lucky he's on that headset. Cause if he was him, man, I'd be in good. Fuck. I'm at. Just wait till he talked to Ben. First Bernie lost his rides, then he lost his mind. I didn't know he could get that angry without having a brain aneurysm. He mad like insane. He flipped and he's gonna stay flipped until LD does something incredible. Snacks fressen? That dude better be apologetic as fuck. Ich hab dir ein bisschen aufgehalten. Ja, mich hat einer mit dem Arsch auf die Leitplanke geschoben gerade. Kackbaum! Warum steht genau an der Stelle ein Baum? Alter, ich werde dir verbunden, wenn du... Ich gebe schon Gas. Ich habe nämlich irgendwie Cavalier am Arsch. Jetzt geht's noch genau an bei den Bullen vorbei, weißt du? Wollen die einen mal. Die wollen einen echt verarschen. Ah, geht gleich auf die Bahn. Ich muss erstmal hinterherkommen. Und direkt wieder runter von der Bahn, unten am Strand. Hunter gerade echt wert die Bullen los. Ja. Ja, ich bin jetzt hier einfach geradeaus in den abgeschirmten Bereich reingesprungen. Ich blinke. Ich hab sie los. War schon nicht ganz. Also, wie geht das jetzt hier? You might have got me out, but you got me in there too. I'll see you fools later. Oh. Warum kann meiner das nicht? Ich krieg das nicht hin mit diesen Lowriden. Welche Taste ist das denn, die du gedrückt halten musst? STRG. Und dann angeblich A und D. Bei STRG macht er das nicht. Bei mir nämlich auch nicht.
Na egal. Aber es ging jetzt eigentlich. Also ist eigentlich easy, oder? Und ja, wenn einer so ein bisschen weghält. Ja, auch so, ich bin eigentlich super durchgekommen. Von hinten war nicht so das Problem, eher so von vorne die. Ja, von hinten war ja auch nicht das Problem, weil ich Alarm hintern hatte. Ja, das machst du auch für einen Scheiß. Deine Zeit stehen, wie lange war das schon? Was? Ja, 10 Minuten. Hammer. Aber ich kann die Folge auch früher beenden. Ja, frag noch. Du weißt schon, wann die beendet ist, aber nicht. Das heißt, ich müsste mir erstmal die Folgennummer aufschreiben. 12? 13? 12 oder was? Ich meine, ich hätte auch irgendwas mit 12 gesagt am Anfang. Kacke, ey. Ladebildschirm. Ja. Oh, lade, lade, lad. Ladebildschirm, ladebildschirm. Oh, lade, lade, lad. Aber Alter, GTA macht mich immer so durch. Du hast die Corn Excels immer noch nicht angeguckt, ne? Nee. Aber das war doch klar, ne? Ich komme Moment zu kaum und ich bin eigentlich nur noch auf am Nehmen im Moment. Voll zum Kotzen. Vor allem Just Cause. Just Cause nehme ich im Moment so im Schnitt, wenn ich brauche, 2 Folgen auf und dann wieder nicht. Und ich weiß nicht, Just Cause macht mir im Moment einfach keinen Spaß. Ja, das ist immer dasselbe. Du bist eine fette Ballerei. Ja, richtig. Aber ich will Just Cause jetzt auch nicht unbedingt abbrechen. Ich meine, das größere Problem ist bei mir und Just Cause eher eigentlich Folgenbeschriftung. Weil es wiederholt sich einfach. Ich könnte bei jeder Folge reinschreiben, irgendwas eingenommen. Ja. Und das bringt's auch nicht. Ach, halt die Fresse, sonst klaue ich dir ein Auto. Zu spät, ich klaue dir dein Auto. Ja, aber das war's dann mit Folge 12. Ich wünsche euch allen noch was Schönes. Ich mache jetzt erstmal die Mission hier mit dem halb plattgefahrenen. Ich brauche den nicht unbedingt. Ja, ich mach's aber jetzt mit dir. Dann hast du's auch. Also wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ciao, Sinn.